habe eine kleine Rollertour unternommen, bin von Hannover nach Hameln gefahren. Von Hameln aus bin ich dann Richtung Klütmuttel gefahren. Das war eine wunderschöne kleine Serpentinstrecke. Oben angekommen hat man dann einen tollen Überblick von der Stadt Hameln. Fahren wir jetzt eine kleine Serpentinstrecke oben zum Hotel hoch. Das ist oben auf dem Berg. Da hat man eine tolle Übersicht von der Stadt Hameln. Von Hameln aus bin ich dann Richtung Klüt, Finkenbord, Riepen gefahren. Das ist wirklich eine wunderschöne Nebenstrecke zum Klüt-Motel hoch. Ihr habt da jetzt ein paar Eindrücke von dieser wunderschönen Strecke. Alles sehr grün und man hat dann auch stellenweise eine schöne Aussicht von der Seite aus. Hier auf der rechten Seite befindet sich eine tolle Gaststätte und da kann man sich mal ein bisschen erholen nach einer längeren Fahrt. Zum Beispiel ein Alster zu sich nehmen oder einen Kaffee trinken. So, hier sind wir jetzt am Aussichtspunkt. Hier kann man Hameln so schön von oben sehen.
Klüth, Finkenborn, Repen. Das ist der Aussichtspunkt hier bei Hameln. So, hier ist der Aussichtsturm. Ein denkmalgeschützter Turm, der auf 258 Meter Berg Klüth westlich von Hameln steht. Man hier so sieht, das ist ein kleiner Souvenirshop. Hier kann man Andenken kaufen. So, hier haben wir einen sehr schönen Ausblick über Hameln. Und da unten ist die Weser, die dann lang läuft. Hamelner Hausberg, zu Füßen des Turmes, lagen Bänke am Steilhang zu einer tollen Aussicht auf Hameln und auf die Weserschleife ein. Wir gehen jetzt durch den kleinen Tunnel und dann kommt hier diese Walddüne, die irgendwann hier entsteht. Der Turm ist 23 Meter hoch. Nun verlassen wir wieder die Walddüne und schauen uns auf die auf der anderen Seite um. Hier findet heute eine kleine Hochzeit statt.
Hotel Klüth bei Hameln. Eine sehr schöne Motelanlage ist das hier. Wenn wir mal einen kleinen Fußmarsch auf den Turm hochgehen und den Turm mal von innen hier anschauen. Das ist der Georgsturm hier. Blick aus dem Georgsturm Richtung Hameln. Und weiter geht's nach oben. Wieder runter, nach unten. Und das war der perfekte Ausblick auf Hameln vom Georgsturm.
wenn euch der Ausflug zur Glühturm oder Georgsturm gefallen hat, dann bitte mir einen Daumen nach oben lassen.